Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder mit Ghost Trick. Wie war nochmal der Nachtitel, Dennis? Phantom Detective, oder? Korrekt, richtig, richtig. Ich Und wir bin sind immer wie immer verwirrt, dabei. Fabian. Nur als Info, warum ich so verwirrt bin mit diesem Titel. Weil die Phantom Thieves sind doch die von Persona 5. Ah, stimmt, und Und du bist ja ein Riesen-Persona-Fan. ich bin riesen Persona-Fan und habe jetzt gerade das Persona 5 Tactics gespielt, was da rausgekommen ist letztes Jahr. Und ich bin die ganze Zeit mit Phantom Detective, Phantom Thief, komme ich durcheinander. So, aber jetzt sprich weiter. Entschuldigung. Ja, wir sind immer noch dabei, Morde zu verhindern und Hühner zu bestellen. Das Huhn bestellt der Polizist, da haben wir nichts mit zu tun. Wir versuchen ihn dazu zu bringen, sie für verdächtig zu halten, die gute Lynn. Die ist sehr verdächtig, insofern, also nicht des Mordes, aber einfach als Person, als Mensch. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja. Und wir versuchen auf jeden Fall, ihn davon zu überzeugen, dass sie so ist, damit er beim Schrottplatz anruft, um seine Kollegen zu informieren darüber, die dort sind gerade, inklusive Richtig. dem Chef. So. Wenn wir das nämlich geschafft haben, dann können wir durch die Telefonleitung zu dem potenziellen Mörder. Aber dazu müssen wir ihn erstmal dazu bringen, irgendwie mit der Die Le Außenwelt die, Kontakt genau, aufzunehmen. er muss die Telefonleitung freischalten für uns sozusagen. Und das probieren wir jetzt. Frau Kommissarin, alles in Ordnung. Und unsere Idee ist ja, dass sie hat ja ihr Notizbuch, das Rosane, was ihr da in der Mitte seht, hat sie versteckt, weil sie nervös war einfach, als er reingekommen ist. Und sie ist halt ein bisschen doof. Es gibt ja überhaupt keinen Sie weiß Grund für sie. Ja, auch nicht, was ein Mikrofon ist. sie weiß auch nicht wirklich, was ein Mikrofon ist, genau. Ich hatte Hunger, okay. Was? Tun Sie doch so etwas nicht. So, und jetzt? Das funktioniert sehr leicht. Darf ich jetzt? So, wie wäre es mit Hühnchen? So, jetzt bestellt er Hühnchen. Darf ich jetzt mal was machen, Spiel? Danke. So, wir hatten letztes Mal ja schon den Gedanken, in die Lampe hier zu schlüpfen. Und jetzt probieren wir das aus. Wir drehen die Lampe auf das Notizbuch und gucken mal, ob der Polizist das dann bemerkt. Moment, kriegt er das dann in den Rücken, wenn du das vorwärts drehst? Ich glaube, das funktioniert trotzdem. Das ist zweidimensional sozusagen. Ah, So. okay. Und jetzt ist die Frage, ob er es bemerkt, wenn ich das Licht anmache. Weil wir können ja jetzt hier drüben, also gut wäre ja irgendwie, wenn man hier noch ein Geräusch machen könnte oder so. Aber wir haben ja Ja. nichts, was Geräusche macht. Also rechts gibt es Schalte ja das noch ein. erstmal ein. Genau, Genau. wir schalten das jetzt erstmal ein. Dann So, können wir also. jetzt vielleicht rollen. Und dann irgendein lautes Geräusch mit dem. Ich rolle mit der Leiter. Ja, sie hat sich erschreckt. Jetzt dreht er sich um. Oh. Er hat kein Huhn bestellt. Aber er sieht das Buch! Yes! Ja. Sie ist so verdächtig! Das ist ihr Notizbuch. Sie hat es schnell versteckt. Aha. Jetzt hat er sich erinnert, nachdem er ihr auf den Hintern geguckt hat, da war ja auch noch ein Buch. Ich dachte, sie übt einen Tanzschritt. Was für Trottel, ey. Wie werden in dieser Stadt denn Polizisten ausgebildet? Irgendwie auf dem Jahrmarkt oder? Also, das ist ja irre. Ausgebildet, einfach nur ausgewählt. Also, die kriegen einfach eine Mütze aufgesetzt, eine Marke an die Brust gebappt. Also, du bist jetzt Polizist. Und was ist mein Job? Huhn bestellen. Ja, genau. Und anderen Polizisten auf den Hintern starren. Ja. Das war verdächtig, kein Zweifel. Das sollte ich melden. Ha! Wie kann ich nur telefonieren, ohne dass sie es merkt? Mach's einfach. Ja. Trickzeit! Trickzeit. Okay, kann ich jetzt hier irgendwas Ja, machen? noch. Nee, geh doch nochmal zurück. Das Telefon ist ja jetzt freigeschaltet, oder? Ich weiß nicht, ob er schon angefangen hat zu telefonieren oder ob er sozusagen noch darauf wartet, dass ich sie irgendwie ablenke, damit er telefonieren kann. Das klang jetzt gerade so. Nee, okay, er telefoniert schon. Ah, so, jetzt sind die Polizisten auf dem Schrottplatz gefragt. Ich habe auf Lynn aufgepasst, wie sie befohlen haben, und etwas Verdächtiges bemerkt. Oh, du bist so ein Held. Du bist so ein Er Held. ist einfach der Sherlock Holmes der Neuzeit. Wirklich, dann hatte Inspektor Cabanella recht. Ja, sowas macht sie. Ihr Notizbuch, hä? Jawohl. Auf höchst verdächtige Weise, an einem höchst offensichtlichen Ort, weil sie dumm ist. Ah, die Dialoge sind super. Mal sehen. Es ist rosa und es ist ein Notizbuch. Du bist wirklich eine. Die Beobachtungsgabe ist wirklich der Hammer. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich einfach nur die Übersetzung ist oder ob die im Original auch so einen Schund erzählen.
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es. Also, ich hoffe, dass es die Übersetzung ist, weil dann wäre das wie so ein Bud Spencer-Film, ne? Also. Ja, stimmt. So, das wurde auch nur durch die deutsche Synchro so richtig gut. Und, hier Fäuste fein, Halleluja. Ja, brillant. Jetzt fällt es mir ein. Sie hat das Telefon benutzt, als ich reinkam. Oh, das fällt dir jetzt ein. Es ist gerade mal eine Minute her, du Trottel. Okay, es kommt später jemand. Ja, der Cabanella kommt ja später. So, jetzt haben wir die Leitung. Die leuchtet rot. Wenn wir jetzt probieren, funktioniert es bestimmt. Okay, auf zum Schrottplatz. Aber wenn der Kommissar da draußen beim Schrottplatz ist und da ist in der Nähe auch der Mörder, dann müsste der Kommissar den Mörder ja jetzt gerade sehen können, oder? Der wird ja jetzt nicht erst in 3 Minuten auftauchen. Vielleicht ist der Kommissar genauso gut wie dieser Polizist. Ja, okay. Du meinst, die Kompetenz ist in dieser Stadt sehr gleich verteilt, nämlich sehr, sehr wenig auf sehr viele Leute. Quasi auf Bobenniveau. Okay, also wir sind... Da sind sogar alle 3 Leute. Alle sind vor Ort. Ich habe auf dich gewartet. Ah ja, unsere sprechende Lampe, stimmt. Eine Schreibtischlampe. Aha, die klingt wie ein Opa, das wussten wir noch nicht, oder? Das okay, ist, also ich erinnere mich nicht, dass das so... Ich habe mir die Lampe nicht... Ich habe sie mir eher wie so ein... So, hey Leute, ich bin die Lampe! Mäßig vorgestellt und nicht... Ich habe sie mir so robotermäßig vorgestellt. Hallo, ich bin die Lampe. Aber wahrscheinlich klingt das eher so... Hallo, ich bin die Lampe! Schaltet mich ein! Ja, genau. Sag einfach Ray zu mir. Opa Ray. Kannst du wohl das Opa nicht verkneifen? Nein, kann sie nicht. Wir sind Seelen. Nein, ich will das nicht. Wie dem auch sei, zu dem Schuss, der dich das Leben gekostet hat. Na, jetzt erfahren wir endlich die Wahrheit. Aber da hat er jetzt schnell das Thema gewechselt, dass er nicht seine echte Form zeigen wollte. Ja, also da steckt irgendwas Komisches dahinter. Andererseits, wir kennen ja noch nicht mehr Leute, als die, die wir jetzt schon getroffen haben. Insofern würde es uns jetzt auch nicht irgendwie, oh, der ist das, mäßig. Also wird sich schon irgendwann noch, wahrscheinlich lernen wir ihn im Laufe des Spiels kennen und dann wird sich das irgendwie offenbaren. Aber noch kennen wir ihn nicht. Der Auftragsmörder bereitet wahrscheinlich gerade sein Gewehr vor. Okay, irgendwo oben auf dem Schrottplatz kam der Schuss her. Okay, wir werden ihn mit den Ghost Tricks erledigen. Tut mir leid, junge Dame, aber du hast diese Kräfte nicht, sondern nur den Trottel. Warum kannst du dann trotzdem mit uns reden? Hast du jetzt eine telepathische Verbindung? Vermutlich, ja, irgendwie sowas. So eine Geistertelepathie oder so. Okay. Warum denn nicht? Weil ich tot bin. Ich weiß leider nicht warum. Aber nur einige besondere erhalten die Kräfte der Toten. Das ist so convenient, liebe Spieleentwickler. Ja. So convenient. Was soll das heißen? Ich bin nicht besonders? Das ist unfair. Doch, du bist besonders. Du bist... You're special. Yeah. You're special. Du weißt... Mit einem Fahrrad-Helm-Special. Ja, wirklich. Wir haben nur wenig Zeit. Okay. Also die braucht auch Stützräder, wenn sie nur spazieren geht, glaube ich, die Frau. Guck mal, das ist unsere Leiche im Hintergrund noch. Ja, der sitzt da ja halt. Der wird ja gerade untersucht. Also wir. Und da steht ja auch die Lampe. Deswegen kann er mit uns reden, weil er direkt neben uns steht. Bisher ist alles hier in der Nähe passiert. Mal gucken, ob es auch noch irgendwo ganz woanders hingeht. Also wir waren auch schon in irgendwelchen Wohnungen und so, ne? Aber weitergemacht, Jungs. So, er geht jetzt runter, ne? Zum Büro. Erstmal gucken wir kurz, was hier gesagt wird. Dieser schreckliche Mörder ist da oben. Ja. Okay, ja, schon klar. Wir gehen jetzt hoch. Sie will nicht nochmal erschossen werden. Du, das wird noch 3-4 Mal passieren. Mach dir da mal keine Illusionen. Da sorgen wir für. Genau. So. Wie kam ich jetzt nochmal weiter nach oben? Gab's nee, ja doch. Du kannst in das Bett und das kannst du zuklappen. Ach, das konnte ich zuklappen. Stimmt. Du hast recht. So. Jetzt sind wir weiter oben. Hier ist eine Fahne. Da ist die Puppe. Da ist der Kühlschrank. Den konnte ich öffnen. War da aber was drin? Nee. Aber ich dachte irgendwie, dann komme ich hier weiter nach rechts. Aber das war nicht der Fall. Das hat mir jetzt... war irgendwie links und da war dann irgendwas zum... Ja, genau. Du musst den Ventilator... Ach, dann geht die Fahne hoch. Fahne, ja. Ach nee, schau mal. Ach so, ja. Stimmt. Haben wir jetzt zu schlecht gemacht. Wir hätten in die Fahne rein müssen, damit wir die Nixe anmachen müssen. Wie der da oben nach oben hüpft. Nee, erstmal einschalten und dann rüber. Ja, okay. Also erstmal einschalten. So, ist schon eingeschaltet? Ja. Nee, der geht erst noch aus und dann geht er wieder an. So,
Jetzt gehe ich rüber. No. Muss ich mit dem Mixer noch irgendwas machen? Ja, ja, den Mixer musst du anmachen, wenn die Fahne rüber war. Wenn ich das richtig okay, okay, okay. Und den könnte ich auch jetzt schon anmachen. Deswegen. Aha, und jetzt muss man wieder hoch an die Fahne. Und jetzt sind wir oben. Top. Ab in die Lampe. Toll. Die andere Lampe? Die andere Lampe. Natürlich nicht die, die mit uns redet, sondern die stumme Lampe. Du musst, glaube ich, in das Fahrrad rein. Mhm. Jetzt müssen wir diesen schrecklichen Mann zur Strecke bringen. Er muss sich hier irgendwo auf den Schuss vorbereiten. Wir haben keine Zeit. Wir müssen ihn schnell finden. Was ist mit Leuten passiert, die auf andere schießen? Sie kommt davon. Ja, sie ist wahrscheinlich... Ich kann in das Fahrrad aber nicht reingehen. Okay. Doch, jetzt. Also, weil es war einfach identisch mit der Lampe, deswegen. So, jetzt bin ich hier drüben. Jetzt kann ich ja hier vielleicht reingehen. Ah, da ist er nämlich schon. Die direkt Sau. Auf dem Polizeiwagen? Weil die Polizei ist halt lächerlich inkompetent in dieser Stadt. Meine Güte! Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin jetzt das nächste Monat, bin ich Overkiller, ganz sicher. Ja, das wird nicht klappen, mein Freund. Wenn ihr immer schrecklicher Auftragsmörder sagt, dann gewöhnt ihr euch irgendwann an, dass der Typ wirklich schrecklich ist. In Wirklichkeit ist er aber auch nur ein Vollidiot, so wie ihr alle. Also, sagt das nicht so. Der trottelige Auftragsmörder, das wär's. Tengu. Okay. Wir müssen ihn aufhalten. Telefonbuch aktualisiert. Jetzt können wir Tengu anrufen oder was? Keine Ahnung. So, kann ich das hier aufklappen? Ja, das dachte ich auch. So, jetzt kommen wir hier hoch. Fahrrad und... Du kannst in die Pedale treten, dann geht dann komme ich nach da oben, genau. Das ist aber die falsche Seite, okay. Nee, jetzt muss ich vielleicht hier lenken oder sowas. Nee, das funktioniert nicht. Kannst du jetzt nochmal lenken, wo das Rad stillsteht? Nee, macht er nicht. Okay. Achso, dann blenden wir ihn natürlich erstmal mit der Lampe unten. Achso, gute Idee, gute Idee. Dann bewegt er sich vielleicht woanders hin. Ja. So, wir konnten zumindest diesen Schuss verhindern. Geschafft, jetzt bin ich in Sicherheit, oder? Nee, ich weiß nicht. Noch sind wir nicht fertig. So ein bisschen. Er will offensichtlich Oberkiller werden. Der gibt sich Mühe. Schüsschen wird ihn... Das ist ein Schüsschen. werde ich darüber kein Wort in meinem Bericht verlieren. Danke. Das Einzige, was ich mit Schüsschen nehme, ist eine heiße Schokolade, wenn da ein bisschen Rum reinkommt. Oh, jetzt erinnere mich doch nicht, dass Weihnachten wieder erst nochmal 9 Monate hin ist. Ach, wir haben jetzt Ostern, da geht Eggnog auch. Ich habe gerade richtig Bock da drauf. Vielleicht besorge ich mir nachher noch einen Kakao. Oder mach mir einen Kakao. Weil Alkohol haben wir genug im Haus, aber ja. Mal schauen. Schön Kakao mit Sahne. Naja, ich muss heute Abend noch die dritte Staffel Dr. Stone in Ruhe zu Ende gucken und dann kann ich mir da einfach einen schönen Kakao mit Schuss machen. Das wird super. Sehr, sehr zu empfehlen. Oder auch das Cola-Rezept aus Staffel 1 nachmachen. Das ist die einzige Variante, bei der Koriander eine gute Idee ist. Sonst kann ich Koriander vergessen. Ja, wenn man... Aber jetzt erstmal wird nach. Wenn man allergisch quasi auf Koriander reagiert und das nicht richtig schmecken kann, dann hat man natürlich Pech gehabt. Das ist leider so, ja. Bist du auch einer von denen, die so geboren sind, so verstümmelt, du Ärmster? Nein, ich kenne einfach den wahren Geschmack. Es tut mir einfach leid, dass ihr euch immer Seifenkraut reinzieht. Na gut, okay. Du bist eben einer von den Aufgewachten und wir sind die Schlafschafe, ich verstehe schon. Richtig, genau. So, okay, also naja, warum sollte sie auch einen Bericht über uns schreiben? Wir sind ja schon tot, ist ja nicht so, als könnten wir noch jemanden irgendwie ermorden oder irgendwas. Wir müssen uns schnell noch etwas einfallen lassen, bevor er schießt. Ja, na, irgendwas wird es mit dem Fahrrad zu tun haben. Gucken wir mal. Wo ist er denn erstmal? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich komme ja hier jetzt nicht wirklich weg, also. Ich kann nochmal hier in die Pedale treten. Das bringt ja nichts, weil. Das da rotiert ja nur das. Genau, ich gehe jetzt mal. Dem Fahrrad vielleicht, also dem unteren Fahrrad. Ja. Vielleicht können wir das jetzt bewegen, jetzt wo keiner mehr drauf sitzt. Ne, kann ich nicht. Du kannst aber in den. Ich kann in den Schlagstock. Den Schlagstock kann ich aber nicht bedienen. So, jetzt ist er da hinten.
ist der Polizist, steht halt wirklich direkt daneben. Alter, das ist euer Ernst. Guck halt mal 10 cm nach rechts, Junge. Okay. Er zuckt wahrscheinlich nicht mal zusammen, wenn gleich ein Schuss fällt. Neben seinem Ohr, ja. Die Waffe ist nicht irgendwie schallgedämpft oder so. Gut, das würde auch nichts nutzen, aber ich meine, in so Spiellogik könnte man es damit erklären, aber ist es nicht. Ja. Dieses Jahr wird er Oberkiller und nächstes Jahr Direktor. Okay. Ja, Killer müssen auf Licht achten und Direktoren auf Skandale. So sieht's also aus. Okay, also müssen wir nur alles hell erleuchten. Ach, Lynn. Widerlich Gerüchte. So, dann bleiben wir mal hier. Wir können jetzt das Blinklicht einschalten oder wir haben auch noch hier oben so einen Scheinwerfer. Ja. Ist die Frage, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, erstmal das Licht vielleicht machen. Es ging ja darum, dass wir alles taghell erleuchten, oder? Hast du das Blinklicht eingeschaltet? Nee. Das ist von ganz alleine angegangen. Upsi. Ich hab mir ganz jünger die Rocken. Hab ein bisschen Pipi in die Hose. Du nur ein bisschen? Krass. Du musst mir beibringen, wie das geht. Wir wollen keinen Strom. Was ist das denn? Es ist wirklich traurig, wenn Stromverschwenden jetzt schon einmal kurz das Blaulicht anmachen ist. Ja. Da legen sie uns ganz schön die Daumenschrauben an. Was ist denn dieser Stadt los irgendwie? Die haben nicht genug Strom, alle sind inkompetent, meine Güte. Ah, sie dürfen nicht alle Suchscheinwerfer benutzen. Oh je. Okay. Heißt das jetzt, wir müssen den anderen vorne irgendwie wieder ausmachen? Ah, das haben wir ja gemacht, glaube ich, oder? Oder ist der noch an? Bist du noch mal in den Schlagstock unten rein? Der läuft ja jetzt nach links weiter. In den linken Typen? Ja, okay. Ja. Wo komme ich da hin? Okay, also da ist auch noch ein Scheinwerfer auf dem Weg, so. Jetzt die Frage, wo taucht der Typ als nächstes auf? Da ist er wieder. Ah, okay. Also, ist, das Rotlicht, ist das quasi nur kurzzeitig und wenn wir dann... Kann ich das jetzt hier anmachen? Das ist die Frage. Ja, kann ich. So, das mag er gar nicht. Ah, jetzt geht das wieder aus. Okay, schau nur, eins der Lichter ist aus. Hier gibt es insgesamt 3 Lichter. Genau, hier links eins, in der Mitte eins und rechts eins. Mhm. Offenbar kann man nicht alle 3 zur gleichen Zeit einschalten. Das heißt, wir können ihn nicht davon abhalten, sie zu erschießen, wenn wir... das nicht machen können, weil er immer einen Fleck findet, von wo er schießen kann. Ja, aber oben neben dem Fahrrad war ja auch die Kranklaue. Und ja. Da haben wir jetzt einen Schalter. Vielleicht können wir dem einfach ein Fahrrad auf den Kopf werfen. Aber wir kommen wir da überhaupt hin? Sehen, konnte er, was er tut. Vielleicht sollten wir uns das nochmal richtig gut überlegen, Dennis. Cliffhanger Fabian ist wieder am Start. Natürlich. Hast du es noch gelesen? Sie musste neulich strampeln, damit das Licht angeht. So schlimm ist es in der Stadt schon. Na gut. Ja, du hast recht. Wir sollten jetzt eine kleine Pause machen. Und in der kommenden Folge versuchen wir dann, den Mord weiter zu verhindern an der armen, etwas dummen Lynn. Aber wie schon in einer klassischen deutschen Fernsehsendung, nämlich der Alte, oder was der Kommissar, ich weiß es nicht mehr, in der ersten Folge gesagt wird, als der Alte oder der Kommissar, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, angerufen wird und aus dem Bett hochschreckt, mitten in der Nacht, ne, und zu einem Fall gerufen wird, geht er ans Telefon und beantwortet, ja, ich komme. Seine Frau wacht neben ihm natürlich davon auch auf und sagt ihm, Schatz, oh, blöd, dass du jetzt raus musst mitten in der Nacht, soll ich dir noch einen Kaffee machen? Und er guckt sie an, Schatz, du bist dumm, aber lieb. Und das war normal in den 60er Jahren oder so. Ich glaube, die Serie ist so aus den 60ern irgendwie. Oha. Willkommen in Fernsehdeutschland von vor 50 Jahren. Ja, also mit diesen Worten, Lynn ist dumm, aber lieb und wir werden sie retten beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.